Schönen guten Morgen. Es ist Mittwoch, 6 Uhr morgens. Es ist mal wieder Race Week. Wir machen uns jetzt schön auf den Weg nach Idre. Ein kleiner Roadtrip von 7 Stündchen. Und da ist das Race, Idre 4 Marathon. Let's go! Und einen schönen guten Morgen. Es ist Donnerstag vor dem Race am Samstag und wir sind in Idre Fjäll. Wetter noch ein bisschen bescheiden, ziemlich frischlich, 8 Grad, 9 Grad, aber Samstag ist mega Wetter vorausgesagt. 19, 18 Grad Sonnenschein. Ich gucke mir jetzt mal ein bisschen die Strecke an, das letzte Stück, ein bisschen die Beine bewegen. Yes, let's go! Jetzt sieht man auch, wo es lang geht. Macht gerade noch das letzte Stück. Nice. Wuhu, let's go. So, 5 Kilometer. Das reicht für heute, würde ich sagen. Wieder zurück, alles wieder hoch. Sonne. Es ist Race Day. Guten Morgen, Kaffee. Ganz wichtig, inspiriert werden. Der Live-Feed vom UTLB. Richtig nice. In 2 Stunden geht's los. Sachen packen und ab die Post. Bombe, dann losgehen. Oh.
Jojo viel lieber, jo will ihn nur denn. Jojo viel lieber, jo will ihn nur denn. Kilometer. Mega schnell gestartet, ey. Unter 5 Minuten der erste. Ballern hier alle los. Jetzt muss ich mein eigenes Tempo finden. Am Ende kackt die Ente, würde ich sagen. Nur sowas. Ich bin ja echt so ein bisschen am Struggeln. Das ist so technisch. Nur Steinfelder. Nur spitze Steine. Überall. Nur am Rund. Bin ich lange nicht mehr gelaufen. Was Technisches. Am Stolpern. Rucker is real. Oh. 17 Kilometer rum. Hey. Und bei die Hälfte. Da geht's. Man muss immer hüpfen. Balance halten, hüpfen, Balance halten. Oh. Nur Riesensteine. Alter, wie sollen wir denn hier rennen? Das geht überhaupt nicht klar. Oh. Ey, kann man doch nicht rennen. Geht's noch? Oh, dann bewegen sich die Steine an. Alter. Völlig krank. Steine, Steine, Steine. Aber ich liebe Steine. Steine, Steine, Steine. Ich liebe Steine. Nicht. Steine, Steine, Steine. Überall nur Steine. Finde ich krass. So, Hälfte ist geschafft ungefähr. Bis zu 22.
geht's bergauf. Endlich mal ohne Steine, ey. Halbwegs. Alter, die Steine. Jetzt haben wir ein paar Höhenmeter gemacht. Und gleich die nächste Aid Station. Wo die Family wartet. Da freue ich mich schon drauf. Baumgrenze gleich erreicht. Hälfte geschafft. Jetzt geht's weiter. Kurz was essen. Und dann geht's weiter. So, endlich mein Trail ist nach meinem Geschmack hier. Jetzt können wir mal rennen. Steine, 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 Steine. Oh, ich hab grad echt zu kämpfen. Kilometer 28. Oh, diese Steine. Ständig Füße heben. Springen, springen, springen. Alter, das ist so krass. Ziellinie gefreut. Oh, meine Fresse. Diese Steine. Steine und Match Party. Es geht weiter. Marathon gleich voll. Letzter Anstieg. 4 Kilometer noch. Und dann zu Hause. Letztes Jahr gereicht. Nur bergab. Oh, mein Fuß ist weh. Oh, Scheiße.
Ja, ich mein so. Alter, das ist platt. Das ist unglaublich. Krämpfe im letzten Anstieg. Geschafft. Ziemlich genau 6 Stunden. Boah, bin ich platt. Mega platt. So platt war ich lange nicht mehr. Jetzt muss ich noch zum Spielplatz laufen. Wie komme ich jetzt da hoch? So, der Tag nach dem Lauf. Ich mache schon wieder Höhenmeter hier. Aber Beine sind schon noch ganz schön im Arsch. Boah, das war echt anstrengend, ey. Super technisch. Steine, knöcheltiefer Matsch, wieder Steine, Steine. Also wirklich super schwer rennbar für mich. Bin dann auch so ein bisschen in eine negative Stimmung reingerutscht. Konnte nicht so richtig die Natur genießen, die ja wirklich bombastisch ist hier, wenn man mal schaut. 6 Stunden waren es am Ende, 45 Kilometer. So Platz 120 von über 600, 630 sind glaube ich ins Ziel gekommen. Ist okay. Aber war echt hart. Aber war schon ein cooles Erlebnis auf jeden Fall. Ja Mann, geschafft. Das ist die Hauptsache, durchgekämpft. Hab schon ordentlich gepusht noch zum Schluss. Kann man zufrieden sein. Ja Mann. Woohoo!